Unser Gepäck für einen zweitägigen Aufenthalt ist im Alpengasthof Bollenwes gut verstaut. Und wir machen uns gleich auf den Weg zur Freiheit Südwand. Das Wetter ist heute bestens und wir wandern am rechten Ufer des Fählensees entlang. Bereits vor der Fählenalpe tauchen die beeindruckenden Kalkriffe auf der rechten Seite auf. Hier auf der rechten Seite starten dann auch zwei lange Routen, der Alpsteinmarathon und der Saisonschluss. Ganz offiziell erlaubt. Das ist ja was. Bei beiden Routen muss man allerdings einen Siebmer schnell und sicher klettern können. Auch auf der Fählenalpe gibt es Übernachtungsmöglichkeiten, denn Bollenwes ist ja sehr häufig ausgebucht. Der rote Turm ist im Bild mittig gut zu erkennen. Für uns heißt es aber erst einmal, den richtigen Einstieg ins Wörderwegli zu finden. Das passt. Die steile Schlucht geht es nach oben. Da werden wieder Erinnerungen wach. Im Frühjahr können Altschneefelder hier den Zustieg stark behindern. Ein Blick zurück auf den Fählensee und auf Bollenwes. Ausgesetzt, aber meistens steil, geht es auf erträglichem Pfad nach oben. Im Markantenriss gehen wir hoch, gehen nach rechts, dann rechts und oben. Und dann dieses Getrappele hoch, dann diese Verschneidung da, links, rechts. Dann geht es wieder rechts raus und dann so links hoch und dann wieder hoch. Die Route ist dann schon mal entdeckt. Erst einmal geht es aber noch etwas weiter im Steilgras nach oben und dann am schwächsten Punkt über den Vorbau hinauf. Da steckt mittlerweile auch ein Bohrhaken. Dann können wir in die Route einsteigen. Die Route wurde übrigens 1921 durch Wilhelm Knoblich und Otto Ritz erstmalig durchstiegen. Die erste Seillänge ist eine 3C, wie hier üblich in französischer Bewertung. Das entspricht in etwa einer 4- bis 4. Zudem ist die erste Seillänge mit ein bisschen Umsicht zu klettern. Wenn es so eingezeichnet ist, dann passt das schon. Die Hakenabstände sind recht ordentlich. An den alten Haken muss man aber keinen Stand mehr machen. Die Stände sind gebohrt und gut eingerichtet. Gern. In der zweiten Seillänge sind wir dem Original gefolgt, beziehungsweise rechts hoch und leicht links zurück zum Stand 3b. Ich bin gerade hoch und bin oben runter, weil ich den Stand gar nicht gesehen habe. Ja, wird das so hören, glaube ich. Ja. Würde ich so tippen. Irgendwie ist mir der Fels. Auch in der dritten Seillänge gibt es wieder einige Varianten. Wir klettern die schöne Verschneidung rechts hoch und dann wieder links halten zum Stand. Das sollte die 3A-Seillänge gewesen sein. Deswegen denke ich, dass sie da mittlerweile die 5A als Hauptvariante eingebohrt haben. Ja, ist ja auch sicherlich schön so. Sicherlich. Dann geht es schön gerade nach oben. Erst wieder 3C, also so etwas um den Vierer. Das sind die Dinger nicht hinkommen.
ohne Hetzleiter runter. Kommst an den, kommst. Nach oben hin wird die Seillänge wieder etwas einfacher. Es befindet sich aber auch nur ein Haken in der Seillänge. Die Tour brauchen wir drei Ecken und dann wieder auf. Oh, nicht das da. Nein, nein, das. Das da. Oh, da haben sie sich schon was einfallen lassen. Dann sind wir schon in der Schlüsselseillänge. Die Beschreibung dieser Passage aus dem schweren Fels. Dann leitet gut gestufter Fels zu einer markanten glatten Platte, die auf ihrer rechten Seite an einem schmalen Riss, Haken, überwunden wird. Leicht rechts haltend, einen großen Überhang links über sich lassend, erreicht man im Mittelteil der Wand wieder leichteren Fels. Den da unten rein, gell? Genau. Und dann weiter oben an der Kante, noch ein bisschen höher greifen. Ja, da. Die Seillänge hat zwei herrliche Kletterpassagen im Grad 4b. Schon etwas glatt. Also besser mit einem unteren Fünfer rechnen und sich dann freuen, wenn man das Gefühl hat, mit einem Vierer drüber gekommen zu sein. Es folgt eine Art Rinne nach rechts. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt da und dann wäre ich so rechts rausgekrabbelt. Aber wahrscheinlich wäre es dasselbe wie rechts im Hof. Glaubst du? Nein, ich glaube, dass das schwerer war. Also das ist wesentlich schwerer. Also dann auch, ich kann es klettern. Nein, also. Es wären zwei durchaus schwierigere Varianten direkt nach oben gegangen. Gut. Original geht es aber nach rechts raus. Oh, da geht es sogar hoch. Ich fragte mich gerade, ob es nicht sogar hoch geht. Ah, der schaut eher nach Viehspuren aus. Und über Wiesengelände zum Grat. Gipfel erreicht. Schöne Tour. Tolle Tiefblicke. Jetzt müssen wir nur noch den Abstieg finden. Auf einem spannenden Wanderweg mit einer Stelle 2a. Traversiert man mit ein bisschen Auf und Ab in die Schlucht zwischen Freiheit und Hundstein. Und aus der Schlucht heraus wieder in Richtung Hundstein. In der Scharte könnte man auch in die Hölle abseilen. Das war durchaus noch mal ein bisschen konditionsfördernd. Sieht man halt den schönen Weg da oben auf den Pass. Ja, ganz oben rüber queren. Dann quert man auf dem Grat auf recht ordentlichem Weg entlang, bis der Weg letztendlich in etwa oberhalb des Gasthauses Bollenwies wieder den Talboden erreicht. Noch eine kleine tierische Sitzblockade umgehen. Ich glaube, die bewegen sich nicht. Und dem Tourenabendbier oder dem Rösti mit Ei steht nichts mehr im Wege.